Was ist I Wanna Maker? I Wanna Maker ist der bessere Super Mario Maker. Für die I Wanna Be The Guy Games könntet ihr kostenlos auf Steam herunterladen. Es hat auch nur ein paar MB-chen, solange ihr nicht eine ISDN-Leitung habt, ist das relativ fix heruntergeladen. Und dann könnt ihr durch Eingabe der ID, die ihr dann hier ungefähr gleich in, ja, hier in diesem Bereich seht, hier so ungefähr, hier, könnt ihr dann einfach mitmachen. Für die Leute, die, glaube ich, mich in der Friendliste haben, ne, könnt ihr eigentlich auch nur Rechtsklick auf mich machen und dann joinen. Soweit ich weiß, funktioniert das. Ihr könnt mir ja mal ein Update geben, ob das jetzt nicht gerade Fake News war, wo ich gesagt habe. Aber in der Regel sind das bei den meisten Games mittlerweile so. Auf Steam, Rechtsklick drauf, join the party oder so irgendwas. Und ja, Leute. Was ich noch sagen möchte, ist ganz herzlichen vielen, vielen Dank für die Leute, die im Discord so ein bisschen aktiv sind, weil die haben mir da ein paar IDs vorgegeben, die ich euch auf jeden Fall nicht voranhalten möchte. Die zocken wir auf jeden Fall hier im Stream. Wenn ihr mal Bock habt da mit I Wanna Maker und möchtet sagen, hey, die, ich habe da ein cooles Level gefunden, spiel das gerne mal, dann gerne bitte in den Discord kommen. Und in den Trade I Wanna Maker Links, ja, zuerst mal in den THX, in das THX Forum gehen und dann links seht ihr dann auch den I Wanna Maker Trade. Da könnt ihr dann ja, die IDs posten, wenn ihr möchtet. Ja. So, Leute, ich würde mal sagen, wir fangen dann jetzt erstmal nochmal kurz mit Ra Challenge an. Ja, es gibt ja diesen Challenge Mode. Da sind einfach random ein paar Level hintereinander und du hast eine gewisse Angabe an Resets und eine gewisse Angabe an Dice, die du ja, die du minimal bewältigen solltest. Ich rede wieder Quatsch. Also ihr habt einfach maximal Dice und maximal Resets, um die Challenge zu gewinnen. Und ich würde mal sagen, wir steigen jetzt mal direkt ein. Auf geht's. Let's go. So, das ist der wunderbare I Wanna Maker. Hier unten waren wir noch nicht, war ich selbst noch nicht und ich hoffe, dass ich da eventuell mal mit euch ein Level bauen kann, wenn das gut läuft mit I Wanna Maker. Leider ist es noch nicht so bekannt, obwohl es schon, glaube ich, seit 2 Jahren jetzt draußen ist, aber halt immer noch in der Early Access Phase. hab immer noch ein bisschen Rauchstimme, also keine Sorge. Aber was ich schon gehört habe, ist vom Maker-Bereich, dass er ziemlich einfach sein sollte und auch so Sandbox-mäßig ziemlich einfach sein sollte. Also wenn ihr auch mal Bock habt, für die Leute, die mit Level-Editoren mal ein bisschen gespielt haben und darauf auch gerne Lust haben, gerne mal da drauf gehen. Und ja, es gibt mittlerweile über 240.000 Levels, das ist sehr krass. Hallo, wie geht es Ihnen? Luck in Germany. Hey, it's falling cry. Privet, my friend. Mir geht es gut. Wie geht es dir? So. Also, scheiße, jetzt hast du mich komplett rausgebracht. How are you? Ja, also für die Leute, die Bock haben, ein bisschen mit Level-Editor und sowas, kann ich da wirklich empfehlen. Wie gesagt, ich war selbst noch nicht drauf, ne, aber ich habe nur Positives gehört und ich habe auch gehört, so ein, zwei, die hier in unserer Records-Community sind, haben auch schon ein paar Levels gemacht. Das finde ich sehr nice und die haben wir auch zum Teil schon gespielt. Und was ich jetzt sehr, sehr cool finde, wie gesagt, im Discord haben wir noch ein paar IDs, die wir auf jeden Fall eingeben heute. Aber wie gesagt, zuerst mal ein Challenge und let's fucking go. So, also wir haben hier eine Challenge mit 15 Levels, 10 on Impossible. Wait a second, ja. 15 Levels, 10 on Impossible, 200 Lives and Maximum 3 Skips. Und let's go. Glück ist good luck. Yeah, but you need the... Oh mein Gott. Wait a second. What is this? Oh, that's a good start. Okay.
That was a really good start. I have do nothing here. Glück ist good luck. Yeah, that's right. Oh, what is this? Another good level. Oh, thank you for that. Holy shit. What did I make it? lol? And now? I need another 15 coins. Oh my god, I can't do anything here. Skip. I don't rate this. How's you going? How's your feeling today? It's Flying Fly. What is this now? Oh man. I'm very lucky about the levels. Yeah, this was a great song. This was a song from Geometry Dash. I play it. What is this? Save. And now? Oh, here's the teleport. Here's this. Oh, okay. Let's go. That was easy. But it was a level, yeah? Glück in I Wanna Make a Thank You for that. Easy. I don't rate this. It's fun to play. You can play with me. Enter the ID here, open. Here on the top of this. Yeah, you see it. And you can play with me. What is this for fucking levels? Too easy. Yeah, it's a really good start. Good luck. Okay. What? Oh no. Why are you sad? Why? Feel hacked for me? No. That's bullshit. Oh, Discord sounds. I must turn it off. Wait a second. Let's go. Now? Oh, okay. Safe. Okay. What is this for crap levels today? Oh my god. I need a challenge. Not time wasting. Going to download I Wanna Make again. Yeah. Do it.
Okay. Okay. What is the point of that? Oh mein Gott. Oh. The top. Oh nice. Oh nice. I like it. What? Dude. Easy. So leichte Levels heute. Was ist hier los? What? Yeah. And this is a fucking terrible boss. Oh my god. What is happening? What is... may I try it? Dude. Yo, what the fuck? I don't see the point of that. Who you're safe. Oh my god. What is this? No. Fuck. That's too hard. That's impossible. Oh my god. AFK boss. Oh, fuck. Fuck. Maybe, maybe. I have done try it. Oh, what? Okay. Ich bin sehr traurig, wenn das jetzt so weitergeht, ne? Come on! Okay. I don't need coins. Oh, what is this? Come on! I need a challenge. Oh, this is AFK. That's a really cool showcase, yeah? But I need more challenge for me. Cool. It's fine. What other word to learn in German? What do you word you mean? What word do you mean? Oh, what? What is this? Oh, easy. The top. Thank you.
What is this? Oh my god, I'm fast. Oh, I'm so fast. Faster than Sonic. Whee! Whee! Okay, the first cool level of this stream. Oh, what the fuck? I'm so fucking fast. Okay, let's go. Thank you. Oh, what's this? Is this the best level design? Room? Okay. Oh, what? You can destroy the level. Oh, that's cool. Yeah, the first challenge is really easy. Wow. Okay. Save. Another save. Ah, let me save. Thank you. What? What is this? Okay. Nice. That was easy. Go to the medium. What? Okay, 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 okay. No, no, no. Don't touch that! Safe. Hey, safe. Toss me a ray. Okay. Oh, that's cool. Cool. So, wo bin ich? Oh nein, das ist wieder so ein Level-Editor, irgendwas oder was mache ich hier? Hä? Hä? Hi, it's Falling Fly. Glad to see you here. What is this point of... What the fuck? Oh, I see. That's a minigame. Wait a second. Okay.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Then yellow. 1, 2, 3, 4. Then green. 1, 2, 3, 4. What? Okay, wait a second. Here, here. Here, here, red, yellow, green, orange, red. Okay. Let's go. Is that robot in Python? Lol. Yeah, it's a fucking minigame. But you have to understand the rules. Yeah, what cool. What's cool. Okay, let's go. Black spikes. Crazy. Oh no. Come on. Boah, die Mucke. What the fuck? Hey, it's Falling Fly. Welcome. Have fun. You did this jump! Oh my god. Okay, let's go. Whoop. Oh, that's another little tiny spike. Fuck. Dude, come on. Let's go. Is the space battle music? For what game is this? Or is this from I Wanna Maker, this music? What is the point? Oh, you go right. Is this music from I Wanna Maker or from literally a game or something? Oh my god. I can see you. I think it's giving me D-dash music for new crowns. Oh, okay. Safe. Oh my god. I hate this. Let's go. Now we go back. No button. Yo, I see it. Fuck. Spam.
Oh, the button again. Fuck it. Let's go. Yo. Bro. Dude. What? Oh, oh, shit. I saved. I saved. Nice. Oh. Oh, that level is tough. Let's go. Hey, you did it. Nice. That was cool. Next level, the joke of speedrunners. The joke of speedrunners, not the Joker. Okay. Whoa, dude, don't draw me. Hi. Stand off this platform. Yeah, you can stand. Whee! So far, so good. Oh, what? Oh, thank you for not saving. I dodged this. Yeah, you pro. It's falling for you pro. Run? Oh my god. Why is he not safe? Okay. What the fuck? Let me. Okay, let's go. That was cool. K-R-I-S. Okay. Let's draw a level. Yo! Okay. Yo, dude. Oh, man. How? Thank you.
I love I wanna be the guy. Okay, let's go. Oh no, oh no, 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 no. I was wrong. Yeah, it was a good troll level. So, no ice for 6. I like it. Oh, what? Winter. Yay. But what is this point? What? Oh, I see. Wait a second. Let's go down. Yes. Save. Key card. Geile Mucke. Oh shit. Yo. What the fuck? What? Okay. Oh, I see. Okay. That's easy. Thank you. Dude. So close. Come on. Possible, but it's very tricky. Fuck. Yo, come on. The spike on the top is very tricky. Shit. Almost. Oh, I think you can over the apple. You can jump over the apple. Over the delicious fruit. Oh shit.
This jump breaks my nuts. What the fuck? Oh, I did it! I did it! Yay! Come, it's flying fly. I did it first try. It's very easy. Come on, dude. Yes. Oh, no! You can do it. Yes. Nice. Don't forget to save. Oh, okay. You're a smart guy. Oh shit. GG. Oh fuck. Wow, that was close. Oh no. Dude, come on. Let's go. Midnight Rush. Some dark ghost will chase you as you move. Better run and keep running. Okay. I try my very best. Oh, what? Okay, I see. Oh, I can't see your message. What is this from that other level? Holy macaroni. Oh, that's Kaizo-like. You must run. This level looks so cool. It's Bashi time. Küsti 92 hat jetzt fallen F1Y ein kleines Geschenk dagelassen. Oh, Küsti, mein Lieber. Hallo, erstmal einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Und Dankeschön für dein Gifted Subs an It's Flying Fly. Ja. It's Flying Fly. Have fun with the emotes. Oh shit! And say thank you to Küsti. This level is so great. Looks so cool. No, wo war's mit Double Jump? I can spamming Mario in Boshi runs. Yes, you can do it. Finally.
still. Come on. Phew, I guess that ghost won't... okay, enter the ghost running projects by Mr. Destruction. Okay, I can do that. I can't dispute because this level lacking in my PC. Oh, okay, I see, I see. It's very, very, yeah, it's, this level looks so fantastic, but, it's a level from Michael Bay, you know? What is this? It's far enough, you can pass. Danke. It's falling flyer. Dankeschön. It's free. Nice. That was a really, really great level. Okay. Küsti92 spendet 100 Bits, supergeil. Cheer 100, Happy Birthday to you nachträglich. Happy Birthday to you nachträglich. Happy Birthday dear TH Axel, Happy Birthday to you. Nachträglich. PS, guck mal WhatsApp. Dankeschön, Küsti. Dankeschön. Ja, der kleine... Oh, hast du nicht gemacht, oder? Hast du mir... Warte mal kurz, Leute, Küsti hat was zu sagen. Küsti hat was zu sagen. Warte kurz. Ich hoffe, ihr hört das. Warte, ich muss lauter machen. Geburtstag nochmal. Hey, TH, mein Junge. Du, alles Liebe zum Geburtstag nochmal. Und ich habe jetzt gestern die ganze Zeit probiert, irgendwie auf Steam da was hinzukriegen, damit ich ein Geschenk für dich habe, so eine kleine Aufmerksamkeit und so, weißt du, für meinen Lieblingspinguin. Hat aber nicht geklappt. Jetzt bin ich auf einem anderen Weg dahin gekommen. Viel Spaß damit. Küsst dir aufs Nüsschen. Tschüss. Dankeschön, Küsti. Das freut mich echt sehr. Dankeschön. Das ist ein Steam-Guthaben, ne? Gutschein. Vielen, vielen Dank. Wäre doch echt nicht nötig gewesen. Wirklich nicht. Aber du hast dich ja sogar extra, bist sogar extra noch... Danke, danke. Alexa übrigens tut mich manchmal jetzt erinnern, wenn ich Wasser trinken muss. Finde ich sehr, sehr nett. Dankeschön, Alexa. Ja, ich auch nicht. Jetzt hat sie gerade gesagt, da bin ich leider nicht sicher. Küsti, dankeschön für dein Geschenk. Ja, der gute TH, der kleine Pinguin, der ist gestern 31 geworden. Ja, und er hat zwar im Flyer, you must wait. Und deswegen auch dankeschön. Du hast dir, wie gesagt, noch extra auf die Sonne gemacht, für einen Steve-Gutschein zu kaufen. Dankeschön, das schätze ich wirklich sehr. Und danke noch für deine 100 Bits. Ich werde sie neuer auf jeden Fall einlösen noch. Und ja, wie geht's dir? Schönen Abend dir noch. Weißt du, was ich noch gerade sagen wollte? Meine Frau, das Erste, was meine Frau gesagt hat heute, ist, beziehungsweise gestern, Happy Birthday, thank you, it's falling fly. What, yesterday? Yesterday was my birthday. But thank you. Sie hat dann gesagt, halt, oh, guck mal, da ist ein neues graues Haar. Ja, habe ich auch gesagt, halt, gut, wenn es jedes Jahr nur ein graues Haar ist, dann ist es kein Problem. I want this coin. Ja, yeah, me too. This coin. On the first. Oh, is this only up? Oh! That jump is close. No way! Safe. I need this coin. Oh, fuck.
Ah, shit. Run FPS Gaming. Maybe you need a better PC. It's Fallen Fly. Maybe. Oh, okay. Da unten war noch ein Secret. Da unten war noch ein Secret, den ich nicht gesehen habe. Ja, es war okay. War echt okay. That was a secret. Servus, Christi. Ja, wie geht's dir? Ich hoffe, es wundert prächtig. Oh, maybe I can do this. Oh, I need 5 coins. Okay. This is an easy level. Oh, I need this. Jetzt in Oldenburg angekommen. Ah, oh, okay. You dodge all the coins. Das heißt, in der nächsten Zeit wird es jetzt nicht mehr so viele Streams geben bei dir, ne? Beziehungsweise, ich denke mal, keine Streams, ja, wenn du in Oldenburg bist jetzt. Oh, sorry, ich bin noch ein bisschen. Hab noch ein bisschen Schleim im Hals, ne? Also. I'm sorry about that. A second. Okay. Save. Oh, hey. That is really close, the jump. Shit. Dude. Yeah, maybe this from this side. That's tricky. Oh, I missed the challenge. Alle 2 bis 3 Wochen am Wochenende dann. Aber ist schon lustig, mit meinem Pro in einer Wohnung jetzt da. Ja, das ist doch schon cool, oder? Mit Antik, ne? Join me, Link, and I will make your face the greatest in Koridai. Or else you will die. JCXChess21 hat zum 17. Mal ein Abo dagelassen, supergeil. Wie? Was? Geburtstag? Wann? Alles Liebe nachträglich zum Purzeltag, Tixelhack, Tixelhack, Tixelhack. Dankeschön, Jay-Z. Dankeschön für deinen 17. Monat. Wie geht's dir, Liebes? Ja, gestern habe ich Geburtstag gehabt. Gestern ist der kleine Pinguin 31 geworden. Vielen, vielen Dank. Wie geht's dir? Also, Geburtstag und krank, das ist halt scheiße. Aber ansonsten alles super. Okay, let's go. What? Only one jump. Shit.
come on. I can't do that. No, come on. One life. Let's go. I missed the challenge. Das ist ja noch so lange her. Kann mich nicht beschweren und will es auch nicht. Das ist super, das ist super. Ich hoffe, dir geht's trotzdem gut. Trotz deiner bezaubernden Worte hier, Jesse. Gut, Frage erledigt. Hä? Achso. Wegen alles klar, okay. Ja, der gute TH, ne? Der Nullchecker, was Chat angeht. Ist auch so. Ja. Sorry, Leute, für die Leute, die jetzt erst reingekommen sind, ich bin ein bisschen heißer noch. Also. Tut mir leid, wenn ich da ein bisschen reinhuste ins Mikro. So, machen wir nochmal einen Easy Challenge. Und dann gucke ich mir auch mal so ein bisschen die Levels an, die ihr hier in den Trade gepostet habt, Leute. Wenn ihr Bock habt, dieses Game zu spielen, Leute, übrigens, wenn ihr ein bisschen Bock habt auf Jump'n'Run besonders, was ich jetzt sagen muss, dieses Game, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein krasser Maker-Game, ja. Also, ich sage immer, es ist der bessere Super Mario Maker, weil du kannst hier, was du hier bauen kannst, sind komplette I-Wanna-Be-The-Guy, Spiele, das haben wir das letzte Mal schon rausgefunden, ne? Wir haben ein Level, haben wir 2 Stunden verbracht. Das war ein komplettes I Wanna Be The Guy Game, ne? Bin hier in I Wanna Maker kreiert auf jeden Fall. Super geil, war wirklich top das Level, ne? Auch genau die richtige Schwierigkeitsstufe. Und du kannst hier so viel verschiedene Sachen machen, wie auch die ganze Physics umändern. Wir haben vorhin gesehen, dass man sogar so kleine Mini-Bosse und auch so Minispiele irgendwie kreieren kann. Das ist super krass. Und er soll wirklich einfach zu handhaben sein. Ich meine, du hast so viel 1000 Möglichkeiten in diesem I Wanna Maker. Und ja, es ist halt ja krass, dass es dann trotzdem noch immer so einfach geht anscheinend. Und Leute, wenn ihr Bock habt, das zu spielen, wir machen das jetzt den nächsten Sonntag auf jeden Fall. Ladet es euch kostenlos auf Steam herunter. Es hat nur ein paar MB. Ja, es ist schnell runtergeladen. Und dann könnt ihr wie It's Falling Fly mitspielen. Ja, hier im Hintergrund. Ja. Und es würde mich auch sehr freuen. Wie gesagt, kommt auch bitte gerne in den Discord. Da links auf den THXL-Forum bitte einmal in das I Wanna Make a Trade reingehen. Und wenn ihr sagt, hey, TH, ich habe da ein cooles Level gefunden, gebt ihr einfach bitte die ID ein. Wir haben heute auch noch ein paar IDs, die wir auf jeden Fall spielen wollen. Ja, wir machen jetzt gerade noch einen Challenge hier. Das sind wie die 15 Level mit 200 Leben und maximal 3 Skips. Und dann schauen wir uns mal an, was ihr so gepostet habt. Dankeschön, Dankeschön. Das mache ich. Ich trinke sau viel Tee. So, let's fucking go. Next challenge. Easy. Oh, ein Boss direkt. Ein Shuriken-Boss. Okay. Was muss ich machen hier? Nur surviven oder muss ich auch... Oh, ich muss ihn noch treffen. Oh, easy. That was easy. Spallet 15. So, it's fine, Clay. Are you there? I wait 10 seconds. Kröpelchen, ein wunderschönen Liebes, einen wunderschönen guten Abend. Dir auch. Ja, einen schönen guten Abend. Wie geht's dir? So. Was ist das? Ah, are you there? Ja, ich bin ein bisschen heiser. Bisschen heiser und seit gestern auch 1 Jahr älter. Wie sonst? Lacking. Okay, I understand.
It's the Russian internet. Is this possible that the Russian internet better than the German internet is? Is this possible? No, no way. No, it's my PC. Okay, okay. Ventox, auch dir einen schönen Abend. Schön, dass du da bist. Freut mich. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Dankeschön, Grüppitschen. Vielen, vielen Dank. Freitag geht's in den Urlaub. Ah, oh, das wollte ich, dass es dir gut geht. Wo geht's denn hin? Oh, what is this? Oh, okay, okay. Maybe this? Oh, ne, hier. Okay. Oh, that was easy. So far. Another only up level here. That was easy. Let's go. Jedes Internet ist besser als in Deutschland, ja. Deswegen habe ich mich gerade gefragt, ob das wirklich möglich ist, dass das russische Internet ist, dass das russische Internet schlechter ist als das deutsche. Das kann nicht möglich sein. Zur Nordsee natürlich. In die Nähe vom Küsti. Der Küsti ist aber jetzt in Oldenburg, Grübitschen. Der macht jetzt seine Meisterschule. Der ist jetzt heute in Oldenburg angekommen. Aber schön, schön. Ich wünsche dir wunderschönen Urlaub. Ich habe auch nächste Woche. Hi, let's fall and fly. Ich habe auch nächste Woche. Dot-Kit? Yo? What? ich habe nächste Woche noch eine Woche arbeiten und dann habe ich auch eine Woche Urlaub. Ich freue mich schon wie ein kleines Pinguin-Baby auf den Urlaub. Small Kit? Dot-Kit? Oh, oh, I see what you mean. Yeah. Small and so fast, but very easy. Ja, da könnt ihr euch mal treffen, oder? Küsti in Grübitschen. Wenn ihr nicht so weit weg seid. Oh, what? What is this? Okay, I see. Es wird immer schneller, glaube ich. Shit. Hui. That's simple, but actually cool. Oh, fuck you. You did it first try. GG. Kleines Kuhdorf. Hört sich irgendwie an wie Saarland. Ich muss mal gucken. Alles klar, Küssi. Viel Erfolg. Dankeschön für dein Lurisch. Viel Spaß dabei. Ja, macht ruhig, macht ruhig. Und wenn ihr das macht, möchte ich gerne ein Bild von euch zwei sehen, ne? It's one fly, what did you write? Lacking based. Oh.
I'm so sorry about that. Oh, that was a spike. What is this? Du hast Glasfaser. Ja, dann bist du echt auf jeden Fall auf dem neuesten Stand. Ich hätte gerne auch Glasfaser. Auf jeden Fall. Aber ja, ich will jetzt gerade nicht unbedingt 1000 Euro. Also Glasfaser liegt bei Ray. I have a word. Text? What did you mean? It's one fly. Yeah, text. This is German red too, yeah? Text and text, it's the same. German and English. Okay, let's go. Let's go! Hi, ist das dein Spiel? Nee. Das ist ein Spiel, das du dir kostenlos auf Steam herunterladen kannst. Nobat. Und schönen Abend dir. Schön, dich hier zu lesen. Das ist, I Wanna Maker ist sozusagen der bessere Super Mario Maker, ne? Also Super Mario Maker, vielleicht kennst du den ja, ne? Von Super Mario World. Und das ist, I Wanna Maker ist der Super Mario Maker für die I Wanna Be The Guy Games, ne? Und es macht super mega Spaß. Es gibt mittlerweile über 240.000 Community-Level, ne? Also das ist echt schon super geil. Ich liebe das Game. Das machen wir auf jeden Fall jetzt öfters in den nächsten Sonntagen. Ja, und ihr könnt mitmachen, ja? Ihr könnt mitmachen, einfach ID eingeben. Okay, hier muss ich wohl rennen. Hier steht wohl rennen. Und let's go. Oh shit. Oh, I missed that. Oh. Oh no, I need all of this coins. It's fine, Fly, you need all coins. Yeah? When you are down. Let's go. Yeah, okay. Shit. So, run. Warum hast du nicht gesprungen? Ich hab gedrückt. GG, it's falling fly. Ich drücke. Let's go. Dankeschön, Jesse. Auch danke dir für dein Lursch. Wirkt so ein bisschen. Sieht echt cool aus. Und man sieht dann immer alle Leute, die das gleiche Level gerade spielen. Genau. Du kannst hier, ja, das sieht jetzt hier ein bisschen, also ich kann euch zeigen, wie es eigentlich aussieht. Ne? Ich habe das jetzt natürlich ein bisschen hier eingebunden mit meinem Stream hier. Ja? Aber ihr habt hier, ich bleib mal kurz stehen, dann kann auch jetzt vor dem Kleinen nochmal joinen. Ihr habt hier rechts ja so ein paar, oh mein Gott, ich kann wohl nicht stehen bleiben, weil mich gerade ja, direkt hier alles killt. Moment, ich save mir gerade hier. Ihr habt hier rechts, ich gehe mal auch dann gerade aus dem Sichtfeld. Sonst seht ihr nichts. Ihr habt hier rechts so ein paar Informationen, ja? So wie das Level heißt. Ja, da wir gerade in der Challenge sind, ist das halt so, dass wir 15 Level machen müssen. Wir haben maximal 200 Tote und maximal 3 Skips, weil manche Levels sind halt einfach Bullshit. Die kannst du dann skippen, da hast du maximal 3. Da ist der Time und so und sowas. Und da oben ist die ID.
Ja? Und die ID kannst du in I Wanna Maker einfach eingeben. Da bist du wie hier It's Falling Fly mit dabei und wir können dann zusammen gucken, dass wir das Level auf jeden Fall durchspielen. Ja? Und ich habe das halt hier in meinem Stream ein bisschen besser eingebunden. Ja. So, what did you write? It's Falling Fly. Right, what did you write? It's Falling Fly. Oh, what is this? Okay. Und wie gesagt, die Möglichkeiten, was du hier alles mit diesem Maker machen kannst, die sind echt schon, das ist schon eine Menge. Also was ich hier schon gespielt habe, wo ich mal denke, wie ist das möglich, dass du sowas kreieren kannst mit dem Maker. Das war cool. One down. So, wie gesagt, wir gucken auch gleich, ne? Ihr habt da ja da ein paar IDs in den Discord gepostet. Finde ich sehr, sehr geil. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich wir spielen auch gleich mal die Levels, die ihr in den Discord gepostet habt. Ne? Bin ich echt mal gespannt. Ich bin gerade schon Discord mal am Öffnen, um das so vorzubereiten. Und dann machen wir das auf jeden Fall. Leute, wenn ihr Bock habt, sag's immer wieder, ne? Wenn ihr Bock habt, wir machen das hier öfters, jetzt sonntags, jeden Sonntag, ja. Wenn ihr Bock habt auf I Wanna Maker und ihr sagt, hey TH, ich habe da ein super cooles Level gefunden, das musst du dir mal anschauen, kommt gerne in den Discord, ja, und geht auf links aufs THX-Forum, da ist ein Trade mit I Wanna Maker und postet einfach eure IDs da rein, die wir dann sonntags zocken werden. Oh, hier ist, okay, da ist so ein Laufband halt. Okay, okay. Hä? Wie komme ich denn da hin? What? Oh, you did that. So. Okay, easy. So. Ja, es war auch bisher eigentlich sehr, sehr einfache Level. Ja. Wenn ich da mal denke, wie wir das letzte Mal hier gespielt haben, das war echt schwierig. Besonders mit diesem Level, wo 2 Stunden ging. Ne? Was ist denn mit dir eigentlich? Ja, du kannst mich killen. Super. Kann ich auf dir springen? Nice. Oh, das ist Mario! No fucking way. No fucking way. That's Super Mario Bros. Oh, goddammit. That's cool. Ja, okay, so ein bisschen halt. So ein bisschen wie Super Mario Bros. Ups. Hier kommt bestimmt was rausgeschossen. Nee. Nee. Okay. Oh, das ist so cool. Jetzt kriege ich die nicht. Ach, scheiß drauf, ich brauche kein Schutzschild. Was ist denn hier versteckt? Ist das ein Safe? Oh. Oh, das sind echt Coins. Oder rauskommen, wenn ich da drunter jumpe. Wie geil. So, die Fahne. Und hier das Ziel. Das ist echt cool. Das ist super kreativ. So. Ich glaube, das Level hatten wir schon mal, oder? Weiß jetzt nicht. Ich hoffe, der Challenge-Mode rechnet das auch so, ja, dass wir keine Levels doppelt machen. Ne? Ich hoffe es mal. Das wäre echt cool. I got nothing to eat. Thank you, thank you. You're welcome. Have a nice meal. Enjoy it. Geh mal zur Rave Party. Geh mal ins Berghain.
Oh, what? Okay. Go, Ray. Oh, die Mucke ist cool. Und das Level war auch wieder sehr, sehr einfach. Beginner-Level, ja. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie in der Challenge auswählen kann. Das ist halt, also hier gibt es ja auch natürlich Rating-Systems. Ne? Also ich zeige euch das mal nachher. Natürlich werden die Levels auch geratet und auch kategorisiert. Und die Community wählt halt aus, wie schwer sie es fanden. Und dementsprechend gibt es halt einen gewissen Rate. Und ich weiß jetzt nicht, ob der jetzt hier in dieser Challenge nur dieser Raid. Oh, Noah, einen wunderschönen. Schön, viel Spaß. Ey, aber du hast schon mal I Wanna Be The Guy gezockt. Du kannst mir jetzt nicht erzählen, oder? So wie du gerade hier schon das Level hier durchrushst. Oder? Du bist kein Neuer bei I Wanna Be The Guy. Was? No fucking way. Guck mal, wie der da durchjumpt. Leute, guck dir das mal. Guck das mal. Du kannst direkt mit Boschi anfangen, wenn du möchtest. Nice. Oh, das freut mich aber. Schön. Komm, wir gucken mal. Wir gucken mal, da kann ich mal was trinken. Wir gucken mal, wie die Leute, die das vielleicht das erste Mal jetzt zocken. So tut man sich das erste Mal bei I Wanna Maker. Was bist du jetzt? Sorry, ich habe gerade die Nachricht nur zuerst gelesen. No pressure, Nova. No pressure. Ganz entspannt. Ganz entspannt. So, Nova, unser Neukömmling hier bei I Wanna Be The Guy. Guckt euch an, mit welchen eleganten Sprüngen er jetzt mittlerweile nach 2 Minuten I Wanna Be The Guy meistert. Es ist wirklich fantastisch zu sehen, dass er wirklich es sehr, sehr gut beherrscht. Christi 92 hat Novat 8 ein kleines Geschenk dagelassen. Christi, danke schön für dein Gift, Nova. Nova, vielen, vielen, viel Spaß mit den Emotes und mit dem werbefreien Stream, ja. Genau, sag mal danke. Vielen, vielen Dank. Ja, aber guck dich das an. Oh, guck mal, es läuft doch schon super. Es läuft doch schon super. Die Sprünge hier, ne, die sind nicht so ganz einfach, Leute. Die sind nicht so ganz einfach. Und was man hier sagen muss, Nova hält sich echt verdammt gut. Für das, dass er jetzt das erste Mal, wie gesagt, guck mal, er kommt hier das erste Mal in den Chat, ne, sieht jetzt das Game, findet, okay, finde ich cool, können wir mal zusammen spielen. Und er ladet sich einfach runter und ist jetzt hier mittendrin dabei. Ja? Das nenne ich Initiative pur. Das gefällt mir, Nova. Und dementsprechend wirst du auch hier jetzt gerade belohnt dafür, dass du es wirklich richtig gut meisterst. Ich meine, I Wanna Be The Guy ist ein Game, da stirbst du halt 3000 Mal an einem Screen. Kann durchaus mal vorkommen. Deswegen mach dir nichts draus, wenn du immer wieder stirbst. Das ist wie so Dark Souls. Ne? Ich sag immer, I Wanna Be The Guy, das ist so ein bisschen wie mein Dark Souls. Ne? Du stirbst da 1000 Mal an einer Stelle. Ne? Aber das Gefühl, wenn du es gemeistert hast, ne? Das ist halt unbeschreiblich. Das ist auch wie bei Dark Souls, wenn du nach draußen, was weiß ich, nach 10 Stunden einen Boss einfach erledigt hast, dann geht dir einfach das Herz auf. Und das ist auch das Feeling, was I Wanna Be The Guy so ein bisschen ausmacht. Und natürlich, weil es halt verdammt lustig ist. Ja. Und ja, let's go. Warum bist du eigentlich oben rum? Ich bin, oder? Ne, ich bin unten rum. Ne, ich bin oben rum gegangen. Du brauchst einen Small Jump. Also du musst lernen, dass du deinen Jump-Button nicht immer... Genau, ein Small Jump. Du darfst deinen Jump-Button nicht immer komplett durchdrücken, ne? Das ist schon... muss man auf jeden Fall üben. Das ist auch really, really important bei I Wanna Be The Guy, ne, mit diesen Small Jumps. Da muss man echt mal sagen, das ist nicht einfach. Es ist wirklich nicht einfach. Bei I Wanna Be The Boshi habe ich das wirklich ganz gut gelernt. Aber du musst halt, erstens mal musst du natürlich checken, wie weit du springen musst. Ne? Also du stehst da vor einem Spike, ja, und das heißt, wie weit springe ich jetzt? Und dieses Gefühl, wie lang du, ja, und wir reden da um Millisekunden, wie lang du deinen Jump-Button drückst, ja, das muss echt ein Gefühl, du brauchst ein Gefühl, da nutzt es auch nicht, 1000 Mal irgendwas gleich zu machen. Das kommt einfach während dem Gameplay.
Ja? Während im Gameplay für I Wanna Be The Guy oder sonstiges auch hier I Wanna Maker ist es halt so, dass es halt auch das Gefühl bekommst mit diesen Small Jumps. Small Jumps sind sehr, sehr wichtig bei I Wanna Be The Guy. Es gibt kaum einen Jump, wo du wirklich komplett deinen kompletten Jumpspeed halt ausnutzen musst, ne? Die komplette Höhe. Für guten Content von Nova, da kannst du dir ja eine Scheibe abschneiden. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Hier, guter Content von Nova. Ja, und ich genieße das gerade ein bisschen, wie sich Nova da ein bisschen schlägt. Ja, finde ich sehr, sehr gut. Ja, Leute, wie gesagt, haut euch das Game mal rein und probiert es einfach mal aus. Ne? Mehr kann ich nicht mehr dazu sagen. Es macht einfach mega, mega viel Spaß. Was ich halt bei I Wanna Maker ist es halt so, ja, was ich damit sagen will, bei I Wanna Be The Guy ist es ja so, was die Games so ausmachen, sind diese Nostradie-Gene, ja. Da sind Sprites von Nintendo drin, da sind Sprites von unendlichen Sachen, die man halt von früher kennt, ne, oder auch von heute kennt, ja. Ich habe ja das letzte zum Beispiel in Shovel Knight Level gehabt. Das war echt mega, mega schwierig, ja. Und das ist auch so ein bisschen was I Wanna Be The Guy ausmacht, ja. Dass dieses von allem so ein bisschen in einem Game gepackt, super schwieriger Plattformer und ich liebe es. Was ich halt jetzt damit sagen möchte, ist, bei I Wanna Maker hast du keine Sprites, die bekannt sind, ja. Durch Copyright, ja, wir leben um 2023, I Wanna Be The Guy gibt es schon ein paar Jahre, ja. Wir leben seit 2023 und die Copyright-Sachen, die werden immer mehr verschärft, ja. Und dementsprechend gibt es hier auch keine Sprites, die man so kennt. Ne? Das ist halt das Untypische hier. Ja, aber ansonsten ist es eigentlich wie I Wanna Be The Guy. Was man vielleicht ein bisschen noch differenzieren beziehungsweise was man vergleichen kann, ist, bei Super Mario Maker ist auch das Sprungverhalten, die Bewegungsverhalten ein kleines bisschen anders wie beim Originalgame. Ja? Das kannst du auch hier wirklich sagen, da ist auch der Sprungverhalten und ja, die Steuerung ein kleines bisschen anders wie bei den klassischen I Wanna Be The Guy Games. Ja, aber man kommt auch schnell rein. Ist wirklich so. So, Nova, wie gefällt's dir? Also man muss sagen, das Level, wo du jetzt hier gerade bist, ist nicht einer der einfachsten. Ne? Also gebe ich jetzt erst recht. Es ist echt cool, das freut mich. Wenn du das schon cool findest, ja, dann gib gerne mal einen Follower da, ja, weil hier so Game wirst du auf jeden Fall öfter sehen und du wirst Menge andere... Dankeschön für deinen Follower, schön dich hier zusammen. Du wirst hier Menge Spaß haben mit diesen Games, weil das hier ist nur, ja, ist nur ein Bonbon. Ein Bonbon von der Welt von I Wanna Be The Guy, wirklich. Leute, Ich weiß nicht. Klar, sie sind super schwer, aber die I Wanna Be The Guy Games sind nur in zwei Regionen bekannt. Also in zwei großen Regionen bekannt. Das sind asiatische Regionen und Russland. Ja. Sonst. Ey! Komm, clap for that. Nova hat's geschafft. Ich habe tatsächlich die komplette Zeit überhaupt dafür überbrückt. Guck mal hier. Warte, clap for that. Wo ist mein Klatschen? Klatsch dafür. Nice. Sehr gut. Sie sind leider nicht so bekannt in Europa, sage ich jetzt mal, ne? Was ich ein bisschen schade finde, weil Kaizo ist definitiv auch hier in Deutschland bei uns sehr, sehr bekannt, ne? Und sowas, weiß nicht, I Wanna Be The Guy, die meisten kennen I Wanna Be The Guy gar nicht mal, ne? Und das finde ich ein bisschen schade und das versuche ich halt auch hier ein bisschen zu ändern, Leute, ja? Wenn ihr deutschsprachig seid und Bock auf I Wanna Be The Guy, ja, kommt bitte bei mich, kommt bitte in den Discord, kommt in den Teach Exit Forum und habt einfach Spaß mit uns. Alles klar, danke, dass du da warst, ja, danke, dass du es versucht hast und Nova, dir noch einen schönen Abend und morgen einen schönen Wochenstart, ja. Morgen ist ja leider nochmal Montag. Schön, dass du da warst. So, Leute. Bin ich jetzt nochmal zurückgegangen? Ich muss so hoch, oder? Moment mal. Hier komme ich nochmal zurück. Ja. Wo muss ich denn hier lang? Ich muss hier hoch. Wait a second. Also hier runter, hier weiter hoch. Hier. Oh, hier weiter. Ich bin hier runtergegangen. Ich Idiot. Okay.
Rüppelchen, dir auch noch einen wunderschönen Abend. Ja, und morgen auch dir einen schönen Wochenstart. Schön, dass du da warst. Und danke für deine Glückwünsche. Das hat mich echt gefreut. So, jetzt hier rum. Hier rum, hier rum und dann hier hoch. Oh, das war's schon. So. Das war gut. Bis die Tage mal. Auf jeden Fall. So. Oh, okay. Die blauen Dinger sind wohl auch Gegner. Ja, sweet, ne? Sweetes Level. Schön. Ist halt ein Showcase-Level. Es gibt auch eine Menge Showcase-Level, wo du zum Beispiel auch gar nichts machen musst. Ja, da wirst du halt von selbst bewegt. Durch deinen Levelaufbau. Und hier bei Challenge-Mode ist es halt wirklich so, ja, das ist halt random, was du hier bekommst. Ja, das war hier super easy, come on. Das sind so, glaube ich, so die erste Levelversuche von jemandem. Aber das war echt schon ein bisschen zu easy. Was ist das? Sieht nach Bullshit aus. Hui! Hui! Ja, finde ich auch. Super. Was ist das schon? Ja, Bullshit. So. Undertale. Oh, Undertale Level. Haben wir auch schon ein paar gehabt. Was ist das hier jetzt? What? Oh, okay. Lass mich nochmal. Lass mich nochmal. Ich habe oben rechts ist mein HP. Oh, what? Okay. Das sind auch keine Schwimmphysics, sondern wirklich nur Jumpphysics. Wie lang geht das? Yo, okay. Wie soll ich denn das dodgen? Oh, jetzt sind Schwimmphysics da, okay. Jetzt nicht mehr. Hä? Oh! Das war's schon. Thanks for your playing. You're welcome. Ja, es war auf jeden Fall kreativ, ne? Und das war's. Okay. Leute. Ich muss jetzt wirklich ganz kurz eine Pinkelpause machen, ja? Ich gehe gerade ganz kurz in die Werbung und ja, heute schau auch gerade bitte was zu trinken, was zu snacken, falls erwünscht. Und dann sehen wir uns in 5 Minuten nochmal und dann gucken wir, wenn ihr jetzt noch gerade noch ein Level habt, was ihr sagen müsst, TH, das spielen wir auf jeden Fall noch. Schnell in den Discord kommen und dann auf jeden Fall die ID reinposten. Ich bin jetzt ganz kurz 5 Minuten weg und dann schauen wir mal im Discord, was ihr Level eher vorbereitet habt. Bis gleich. Nein! Das sind die Momente, die ich momentan mit Küsti ein bisschen vermisse. Küsti, falls du da bist. Hab dich lieb. Leute, wir gucken jetzt mal, was ihr im Discord so gepostet habt. Wir fangen direkt gleich mal an mit einem Level, das Gregorius gepostet hat. Gehen direkt mal ins Ingame nochmal rein. Let's go. So.
Also was ich auch noch kurz sagen möchte, ja, für die Leute, die das erste Mal spielen, ihr habt hier Ratings, ja. Wie ihr vorhin gesehen habt, da kann ich jedes Level, nachdem ich es gespielt habe, raten. Ja, und dementsprechend hängt halt auch diese Skala ab, ja. Und die Difficulties, ja, hängen auch dafür ab, ne, wie schwer es ist. Je grüner, desto einfacher es ist, ja. Und ihr könnt dann natürlich auch sehen, ob ihr es schon gespielt habt und auch gemeistert habt. Und da sind auch noch so ein paar, Themen, ne? Also sie sind auch nach Themen sind die sortiert, ne? Spike, Centric, Adventure, was, also gibt's glaube ich 12 Stück oder sowas, was sie genau jetzt noch bedeuten, das kann ich mir auch nur aus den Fingern ziehen, ne? Gimmick, Centric, ich denke mal, da ist halt so ein bisschen Fun mit dabei und sowas, wisst ihr, was ich meine. So, was wir machen ist jetzt, was ihr jetzt nicht seht, da auf ID gehen, ihr seht das nur ein bisschen da oben jetzt, aber es ist nicht so schlimm. Und ich gebe mal hier die ID ein. NBXK-2XY4. Das ist ein Level, das Gregorius gepostet hat. Moonlight. Oh, das haben wir schon gespielt. Das habe ich noch nicht abgehakt. Sorry. Ich wollte gerade sagen, das kenne ich irgendwoher. Dann machen wir da mal noch einen schönen Häkchen dran. So, dann geht's hier weiter. Oh, er hat noch Kappa dazu geschrieben. Dann machen wir ein anderes Level, was Gregorius gepostet hat. GFC Z. Jetzt bin ich gespannt, weil, wie gesagt, ein Kappa schreibt man nicht unnötig. Medium Level. Ja, das scheint schon etwas schwieriger zu sein. Okay, let's go. Oh, okay. Wie mache ich das? Oh, okay, ich verstehe. Gott. Best Anfang in einem Level. Und die Mucke, ne? Lol. Die ist echt gut. So, du musst hier runter. Ups. Der Anfang ist echt schon Müll. Aber hier haben wir jetzt auch unendlich Leben. Das ist jetzt keine Challenge. Also von dem aus alles gut. So. Du musst hier, musst hier runter, hier rüber. Oh, ich kann mich... Oh, ich verstehe. Ich verstehe. Ich habe jetzt gedacht, der kommt über mir durch, aber leider nicht. Oh mein Gott. Let me through. Leute, das ist echt Bullshit. Come on. War deswegen das Kappa? Gibt's doch irgendwie ein cooles Setup, oder? Ja, nicht sterben, ne? Ich weiß. Ich muss checken, wie die Movements sind. Oh mein Gott, das nervt! Oh, Gregorius. Warum machst du das immer mit mir? So, komm rüber. Hier runter. Komm. Mal den hier. Oh no! Komm her. Komm her. Ich muss doch irgendwie direkt da hoch, oder? Ich schaffe es nicht so schnell darüber. Boah, die Mucke. Genial. Muss ich versuchen, schnellst da durch... Nee, kannst vergessen. Warte mal. Hier rüber.
ganz safe. Ich habe so gewöhnt, ich brauche den Block hier, um weiterzukommen. Warte mal, hier ist eine Lücke. Shit. Ja, aber das wirst du so schaffen. Easy. I can't rate this. Das war irgendwie sau schrecklich, aber auch irgendwie, weiß nicht. Boah, ich kann das nicht raten, Leute. Aber jetzt seht ihr hier, wir haben es geschafft und wir haben es gespielt. So. The next. ID ist von Nexus. Und dann habe ich nur noch Sachen von Grigori, sehe ich gerade. Die anderen haben wir schon gespielt. N6 SP CHRX. I wanna be the Boshi. Wie soll es auch anders sein? Nexus hat auch nur Sachen, also natürlich werden da auch versucht, irgendwelche Sachen zu kopieren, ne? Und Nexus hat wirklich versucht, komplette I Wanna Be the Boshi Palette hier zu machen. Oh, ich find's auch cool. Safe. Oh, Moment. Ich wollte gerade sagen, da kommt doch die Spinne. Die Guine. So. Was? Das ist aber nicht, das soll nicht so sein. Oder doch, doch, soll so sein. Sieht nur komisch aus. So. Da kommt der Vogel. Also es spielt sich schon so ein bisschen wie Boshi jetzt gerade. Oh mein Gott, es geht hier weiter, okay. Das ist auch schon cool. Das ist echt gut kopiert, auch mit dem Hintergrund und so. Okay. Ich wollte gerade gucken, welcher Pixel. Was ist zum Stehen? Hier, okay. Prehistoric 2 von I Wanna Be the Boshi. Ey, kannst du mal springen? What the fuck? So. Hop, hop, hop. Kannst du mal bitte springen? Dude, ich bin schon längst auf dem Boden drauf. Dankeschön. Ah! Eine Millisekunde zu spät. Alter, was ist denn? Der springt manchmal viel zu spät. Was geht denn hier ab? Fuck. Let's go. Ist halt schon ein bisschen anders, ne? Aber es lässt sich schon so ein bisschen spielen, besonders der Jump hier, der ist wirklich exakt wie bei I Wanna Be the Boshi. Aber jetzt das hier. Ah, fuck.
Okay, let's go. Jetzt haben wir es geschafft. So. Erstmal safe. Ich will mal gucken. Haben die auch ein Secret eingebaut? Nein, schade. Nice. Das hat mir gefallen. Das war gut. So. Fangen wir weiter mit Gregorius Level an. 8. W. W. J. H. Strich. G. N. N. 1. Code. I run out of trap names. Okay. Oh, ist das echt mal ein Level zum Entspannen nochmal? Oh mein Gott, nee, es ist voll mit Trolls. Was war das? Kann ich ihn jetzt nicht mehr hitten? Oh, da muss ich vor ihm sein. So. Wow! Okay. Komm schon. Yo. Okay. Das war gut. Bis hier. Okay. Aber das muss ja wahrscheinlich runter, sonst komme ich hier nicht mehr hoch. Okay. Hier komme ich nicht durch. Muss ich hier weiter? Okay. Wow. Gut, das war, dass ich den nicht erwischt habe. No! Der Smiley da unten, der ist auch super schön. Wie mache ich das so? Über zuerst über den Spike, ne? Okay. Safe. Actually ist ein cooles Level. Hä? Oh! Okay. Schwarze Knöpfe lassen mich sterben. Good to know. Oh, was ist the point of that? Hä? Warum geht das hier in die Mitte? Ich verstehe es aber. Zuerst einen Schuss und dann hier. So. So. Hm.
Komm schon. Yo. Das sind so typisch Levels, die Gregorius postet, ne? Voll mit Trolls, dass es schon weh tut. Yo. Wow, safe. Oh, okay. Oh, okay, okay. What the fuck? Boah, ich bin echt ein bisschen verwirrt gerade. Okay, okay. Was ist das? Was willst du jetzt von mir? 250, okay. Ich soll quetschen. Und komm schon. Yes. Oh Mann, ey. Was war das? Oh, holy shit. Wie geht's jetzt weiter? Holy shit. Das ist auf jeden Fall ein Bossportal. Na, dankeschön. Also ich gehe jetzt mal nicht dahin, weil anscheinend bringt mir das gar nichts. What? Okay. So, Boss. Ein Riesenblock. Okay. Jupp, 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 jupp. Bullet Hell vom Feinsten. Yes? Was? Join me, Link, and I will make your face the greatest in Quidditch, or else you will die. Gregorius unterstrich Rambock unterstrich Georg hat zum 18. Mal ein Abo dagelassen. Supergeil. Penis. Penis? Hallo Gregorius, mein Lieber. Ich hab grad ein Level von dir gespielt. Also du hast echt schon einen Fetisch, nur mit Troll-Levels, oder? What the fuck? Bis es weh tut. Wie geht's dir, mein Lieber? Einen schönen Sonntagabend wünsche ich dir. Alles gut, alles gut. So, nächste Level von Gregorius. E, D, V, R, minus, B, 2, U, V. Let's go. Jein, also ja, es war schon leichter, ja, aber voll mit Trolls. Den Good Level Design Room. Habe ich den schon gezockt?
Ich glaube nicht, man muss mal gucken. Ich tue auch immer im Trade, ja, im Discord, im Trade, immer alles abhaken mit meinem Emote, was wir schon alles gemacht haben. Und ich bin jetzt gerade bei, ja, bei dem hier. Let's go. Was ist das? Oh, kein statisches Level auf jeden Fall. Schwimmlevel. Komm, das nehmen wir uns. Es gibt nur eins. Let's go. Fuck. Ups. Da habe ich es mir gerade ein bisschen zu einfach gemacht. So. Let's go. Und es sieht cool aus bisher. Oh, ein Schalter. Was auch immer der jetzt gemacht hat. Muss ich jetzt nochmal ins Wasser? Okay, ich denke mal, da unten ist irgendwas passiert gerade. Es gibt kein Safe. Ist irgendwas passiert hier? Nein. Okay. Bin noch ein bisschen heiser, aber ansonsten geht's mir ganz gut, Gregorius. Ich hoffe, du bist auch mal nochmal auf den Beinen. Ist auch eigentlich easy, nur was hat der Schalter gebracht? Wo ist jetzt das Ziel? Hä? Deine Stimme ist ständig weg. Ja, aber es kommt vom vielen Saufen. Ein bisschen leiser hier. Ich gehe mal nochmal hier zurück. Ich kann leider nicht übersetzen, was da steht. No. Doch könnte ich. Doch könnte ich. Ich übersetze das jetzt mal. Ich habe hier das gute Google Pixel. Lens. Übersetzung. So, jetzt übersetzen wir das mal. Möglicherweise passiert etwas, ohne dass sie es wissen. Das ist wie ein Glückskeks von I Wanna Be The Guy gerade, ne? What the fuck? Kann ich hier irgendwo rein? Warte kurz. Möglicherweise passiert was, ohne dass sie es wissen. Ich geh jetzt noch da unten hin. Nein. Oh, da ist eine Kiste. Warte, da ist eine Kiste. Was ist mit der Kiste? Was ist mit der Kiste, wenn ich den Schalter drücke? Ist die dann weg? Ist dann da ein Secret-Tunnel? Das habe ich auf jeden Fall mit. Weil, ist halt easy. Schalter. Er ist gedrückt. So. Ist irgendwas mit dieser Kiste passiert? Sie ist weg. Sag ich doch. Da komme ich doch bestimmt rein. Easy. Guck mal hier. Das war mal ein easy Level. Das war, glaube ich, das einfachste Level, was du bisher gepostet hast, Gregorius. Und es war cool. So. ID. 2. GTK minus 6S8X The Plane. Okay, ich brauche Münzen. Oh, hey! Ist das eine Möglichkeit? Es ist ein Troll-Level. Sowas erwarte ich ja gar nicht von dir, Gregorius.
Holy shit. Ah, fuck. Du darfst natürlich dies auch in den Chat schreiben, Ventox. Aber mach das am besten gleich, wenn wir das hier gemacht haben, ne? Aber spielst du das auch? Das finde ich cool. Es hat dich 50 Tode gekostet in der Challenge. Oh, okay, okay. Ja, dann hast du wohl... Hast du die Challenge dann noch geschafft oder nicht? Shit. Gerade angefangen. Ja, nice. Oh, Leute, das ist cool. Das finde ich mega gut, ne? Wenn ihr durch mich das anfängt, das bedeutet mir sehr viel, wirklich. Dankeschön. Dankeschön. Ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin, ne? Ah doch, ich habe in Steam einfach mal I wanna be the guy oder sowas angegeben. Und da habe ich gesehen, I wanna maker. Und ich so, what the fuck, I wanna maker? Warum weiß ich davon nichts, ne? Servus Ventox, ein wunderschön. Viel Spaß mit den Trolls hier. Wenn du schreiben möchtest, kannst du auch intern in diesem Game hier schreiben. Ist, glaube ich, einfacher, wie dann in den Twitch-Chat zu wechseln. Kannst du gerne machen. Wenn du schreiben möchtest. So, wie komme ich jetzt hier weiter? Kann ich hier safen? Wow, what the fuck, okay. Ventox, das hier ist halt natürlich kein Einsteiger-Level jetzt gerade, ne? Oh mein Gott, wie komme ich hier rüber, ohne dass ich sterbe? Und für die alle anderen, die ja auch jetzt hier neu sind, ne, ich mache das jetzt demnächst jeden Sonntag. Die haben auch ein Singleplayer-Update geplant. Das sollte jetzt eigentlich am 29. Ja, super, so mache ich das. Das sollte jetzt eigentlich am 29. September rauskommen, aber sie haben es jetzt verschoben auf 27. Oktober, glaube ich. Ja, wie so alles. Hallo Gregorius, schön dich auch hier zu sehen. Du hast natürlich einen halben Vorteil, weil du das Level jetzt schon gespielt hast, ne? Oh mein Gott, was ist denn das? Holy shit. Das ist ein mega delicious fruit. Ja. Fuck you. So, jetzt mal ganz kurz konzentrieren hier. So. Ja. Der ein Troll nach dem anderen. Oh, aber du hast echt eine coole Mütze, Gregorius. Was ich auch cool finde, du kannst hier dein Guy in-game auch ein bisschen customizen. Ne? Ich habe da so eine coole Sonnenbrille auf zum Beispiel und auch Colorizen. Ne? So, kommt bestimmt noch ein Troll. Jawohl, natürlich. Lange Flure, wo nix ist, sind immer gute Punkte für irgendwelche Trolls bei I Wanna Be The Guy. Oh mein Gott. Geh doch vor, bitte. Geh vor, Ventox. Und nee, geh du zuerst. Nein, geh du zuerst. Nein, geh du zuerst. So, wo sind sie? Wo sind sie? Ah, da ist der erste. Okay, okay. Aber Ventox ist schon weiter. Schon ein Safe weiter. Oh mein Gott, warum bist du gerade nicht gespawnt? Holy shit. So. Hier ist ein Troll. Oh mein Gott. Ich sag doch noch, hier ist er und er kommt nicht. Ja. Hier. Komm schon. Nice. So. Da war auch noch einer, genau. Aber das ist bestimmt auch noch. Okay, ich kann beim ersten kann ich einfach durchrennen. Ja, Ventox ist schon im Teleporter. Im nächsten, nice. GG.
Ah, Gregorius auch übrigens. Ah, so, ihr macht dann da unten weiter. Okay, guck mal, wie gut ihr seid. Und ich, wie dämlich ich mich gerade hier dran stelle mit diesem Troll. Oh mein Gott. So. Erst durchrennen, dann kommt der hier. Und dann kommt noch einer hier. So, safe. Oh mein Gott. Oh, okay, let's go. Ich komme, Leute. Ich bin hier. Oh, was ist das da unten? Lol. Okay. Scheint, dass ihr da unten wirklich eine Menge, Menge Spaß habt gerade. Yo. I love this so much. Nettes Level. Wie gesagt, wenn du eins gefunden hast oder sowas, wenn wir mal außerhalb vom Stream sind oder so, gerne in Discord posten. Und ich bin echt gespannt auf diesen Singleplayer-Update. Ja, wie gesagt, ist jetzt gerade verschoben worden auf Oktober, aber ja. Wo wird man nicht was verschoben momentan, was die Gaming-Branche angeht? So. Komm raus. Nice. Ah, jetzt komme ich. Pass auf. Bis in die Unendlichkeit und viel weiter. Oh lol. Ich klitsch mich da jetzt gerade durch. Wow. That was funny. Nächste Woche mit Voice. Ja, gerne. Dankeschön. Dankeschön. Stimmt. Das nächste Mal können wir dann Gregorius auch mit hören. Den ziehe ich dann jetzt mal einfach in den Discord. Dann könnt ihr auch ihn mal hören. Den besten Mod EO West hier. So. Ich habe den nächsten. 9MN. Ja, könnt ihr mal mitschreiben, ja? Ja, geht auf IDs jetzt sofort. Ich sag in 5, 4, 3, 2, 1 die ID. Das ist 9 Martha Norbert. Also 9MN J wie Jürgen Strich 98 T wie Theodor und ein Y. Oh, I won't go to up. Aha. Das ist only up? Oder was? Ein feines Sächsisch. Oh, was? Okay. Ich habe eine Münze. Was? Oh mein Gott. Und jetzt? Nochmal runter. Oh, ich verstehe es gerade noch nicht. Warte mal, also ich habe die Münze hier. So, dann muss der Elevator nach oben gehen. Ah, okay, okay. Oh no. Oh no, okay. Pass auf. So. Zack. Jetzt Elevator nach oben. Warten. Dann gehen wir rein und dann auch nochmal nach oben, bitte. So. Hallo. Okay. Ja, das ist auch cool so. Finde ich auch kreativ irgendwie, ne? Von Ebene zu Ebene mit diesem Elevator, mit so, so einem kleinen Spike-Fallen. Das ist ganz nett. Let's go. Oh. Und einmal nach oben. Ja, das ist cool gemacht, finde ich. Hat was. So, nächste Ebene. Ja, das ist echt cool. Oh
Hier rüber. Hier rüber. Ich habe übrigens auch im Discord jetzt eine Rolle mit The Wanna Dudes. Ja? Wenn ihr auch die Rolle haben möchtet, gerne einfach mich kurz anschreiben, falls ich es vergessen habe. So in der Regel sehe ich das ja, dass ihr drin seid und gebt die Rolle dann an sich selbst. Aber wenn ihr auch noch nicht die Rolle habt und ihr möchtet sie haben, dann einfach mir kurz eine PN schreiben auf Discord. Das war cool. That was really nice, so. So. Jetzt haben wir noch drei Levels, die ich hier im Discord habe. Oh, nee, Ventox. Gib mal deine ID mal noch durch. Oder war das wirklich nur eine Frage und du hast jetzt noch keine ID? Weil natürlich dürft ihr auch die IDs hier in den Chat posten. Ja, ist ja keine Frage. Da ist sie. Okay. 87B9-YYET. Let's go. JKLMN. Okay. Bin ich mal gespannt. Oh, ich mag die Mucke schon. Mucke ist sehr geil. Da seid ihr auch schon. Nice. Ich warte übrigens auch immer, wenn ich ein Level starte, so 10 Sekunden. Ja, damit ihr auch natürlich eine Chance habt, mitzujoinen. Da werden wir circa gleich anfangen. Oh mein Gott, das ist echt ein terrible Jump hier. Gregorius. Oder Ventox, sorry. Das hast du hier gepostet. Du hast gerade Level 10 Mucke. Aus deiner Spotify-Playlist oder was? Du hast 12 Minuten dafür gebraucht? Echt? Okay. Ich denke aber, das ist schon mal richtig, ne? Ich bin gerade überlegen, aber hier rüber. Ne, kannst du voll knicken. Oder hier runter? Warte mal. Nee. Glaube ich nicht. Oder warte mal, wenn ich jetzt hier nach links bin. Mal kurz überlegen, wenn ich jetzt hier links bin. Was bringt mir das? Ich könnte hier... Oh, hier runter. Achso, hier. Okay. Da, oh, wow. Warte mal, ich versuche das mal hier nochmal. Was, um mich hier durchzucheaten? Nee, kannst du vergessen. Okay. Okay. Ja, was ist denn da oben, ha? Ha? Herr Gemeinde, ihr wärt Bros. Immer seid ihr vor mir. Was ist jetzt, ha? Ihr Noobs. Ha? Schafft ihr den Easy Jump da oben nicht, ha? Was die Sounddateien etwas modifiziert. Ach so. Okay, das ist, du modifizierst aber dann das Spiel, ja? Also, was weiß ich, du gibst jetzt, haust jetzt diese MP3 mit diesem Soundtrack raus und machst dann halt neu rein und du musst die halt gleich benennen. Weißt du, was ich meine? Easy Jump. Komm, let's go, Leute. Ich will was sehen jetzt. Nee, der Jump ist really hard. Wirklich, der ist sau hart. Das ist wirklich so, du musst einen Small Jump machen, dann nochmal einen kurzen Small Jump und währenddessen musst du auch die Bewegungen irgendwie, das ist immer sau schwer zu erklären, ne? Aber ja, es ist, ihr müsst euch irgendwie nach jedem Jump ein neues Setup überlegen, ja? Und ich meine wirklich ein pixelgenaues Setup. Außer man ist Speedrunner. Ich bin doch kein Speedrunner.
Ich versuche nur Boschi schnellstmöglich durchzuspielen. Die Mucke passt gerade, ne? Irgendwie. Wisst ihr, was hier auch noch passen würde? Hier, ja. Feuchter Furz. Soll ich nochmal reinkommen? Soll ich euch zeigen, wie das funktioniert, das Level? Diesen Sprung. Ja? Komm, ich mach mal einen Restart. Komm, ich zeige euch das mal. Ja? Restart Level. So, jetzt bin ich nochmal da oben. Guck genau auf die Bewegung, wie ich das mache. Also hier, dann in der Luft. Ein Small Jump, weil das, ich kenn einen Jump, der ist bei Boschi genauso. Das ist der kurz vorm Mega Man Fight. Und ja, einmal grad hoch und dann, wenn die Gelegenheit da ist, nach links rüber. Das ist sauer schwer zu erklären, Leute. So. Also nochmal, pass auf. Von in der Mitte einmal nach oben springen und sobald ihr nach unten geht, nach links drücken. Nicht, wenn ihr nach oben geht, sondern wenn ihr nach unten geht, nach links drücken. Ja, ich brauche auch mal ein paar Versuche, weil das ist echt tight. Join me, Link, and I will make your face the greatest in Koradai, or else you will die. So. Beard Karma hat zum 9. Mal ein Abo dagelassen, supergeil. Dankeschön. Boom, boom. Beard Karma, dankeschön für dein Twitch-Baby. Vielen, vielen Dank. Hallo, wie geht's dir? Einen schönen Abend, mein Freund. Schönen Sonntag wünsche ich dir. Yeah, Ventox hat's geschafft. Komm, Gregorius. Das schaffst du. Komm schon. Gregorius, komm. Was heißt so? Sieht nicht spaßig aus. Oh, ich warte, bis hier meine zwei besten Freunde hier bei I Wanna Maker hier sind. Weil das ist echt sauschwer. Guck mal hier. Ventox hat's geschafft und Gregorius hängt immer noch da oben an diesem ersten Jump. Mensch, Gregorius. Ich werde eigentlich Besseres von dir erwartet, mal ehrlich jetzt. Lief einfach. Deinstallier das Game. Hab dich lieb. Mein bester Mod EOS. Ja, ich dich auch. Der scheißt ein bisschen ab hier, ja genau. Dankeschön für dein Lursch, Karma. Ich hoffe, dir geht's gut übrigens. So. Also, wir müssen jetzt hier den hier machen. In den Teleporter rein. Das Rote ist ein Teleporter, da musst du rein, Ventox. Ist halt auch, ja. Das sind wirklich, da übst du schon so ein bisschen diese Tides-Jumps, ne? Und da übst du auch schon, was ich halt heute auch schon gesagt habe, ne? Es gibt kaum einen Sprung bei I Wanna Be The Guy, wo du die Sprungtaste komplett durchdrückst, ne? Vor den vollen Jump auszunutzen, ne? Das ist wirklich so, das musst du meistern. Und das kannst du auch nur meistern, indem du halt Level spielst. Hey, wir haben es geschafft. So. Gregorius ist, glaube ich, gerade gelieft. oh mein Gott. Oh, what? Ventox, nice! Oh mein Gott. Pass auf, der ist irgendwann auch auf der I Wanna Be The Boschi Leaderboard-Liste, so wie der abgeht gerade hier. Das war ja ein mega guter Jump gerade von dir. Und hier auch, what the fuck? Nice! Oh, okay, hab's noch geschafft. Denk an deinen Doppeljump, Ventox. Du hast auch hier, obwohl du kopfüber stehst, einen Doppeljump. So, nur so ganz kurz. Nur so ganz kurz anhauchen, ne? Ganz kurzer Small Jump, wenn du da dazwischen bist. So. Okay. Das ist
Muss man gerade erst checken, wo. Okay, okay, ich verstehe. So. Zack, zack. 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 Zack, zack. Hey, GG. Nächster Part. Nice. Safe. Okay. Okay, das ist hart. So. Besten Double Jump nutzen. Oh, die sind Hölle. Die Jumps hier. Holy shit. Boah, das ist echt... Moment, kannst du so echt... Oh mein Gott, das geht sogar so. Das ist sogar einfacher. Danke, dass du mir das gezeigt hast, Docs. Oh shit, that's a long jump. Oh shit. Nice, geschafft. Red Reaper, danke schön für den Lurch. Dir auch einen schönen Sonntag. Ich hoffe, dir geht's gut. So. Hier kann ich wohl... Ja, ich wollte gerade sagen, ansonsten macht es keinen Sinn, wenn ich hier nicht stehen kann. Nur, wo gehe ich jetzt lang? Links rum. Rechts rum geht gar nicht. Oh, okay. Let's go. Ich guck mal, ob ich noch Vendox sehe. Guck mal, hi. Wir sind hier anscheinend in Gizeh, ja, bei den Pyramiden. Oh Gott. Und jetzt? Komm schon. Okay, geh mal ein bisschen nach rechts. Das hilft meistens. So. So. Okay, ich muss rechts weiter. Das possible? Hier rüber? Oh, es ist possible. Okay. Ah, shit. Ha, Ventox, servus. Guck mal hier. Hast wieder gut aufgeholt. Dude. Ich versuch's links, du rechts, okay? Ich versuch's hier links rum. Shit. Ich muss doch nur durch diese Lücke hier. Come on. Oh, I hate this. Ich gehe rechts rum. Rechts rum ist, glaube ich, einfacher. Shit. Shit. Oh, ich hasse das. Diesen Forward Jump. Okay, let's go. Nice, Ventox.
Okay. Ja, war sehr, sehr spaßig. Nee, es war echt ein gutes Level. Dankeschön. So. Dann gucken wir das nächste, was noch Gregorius da gepostet hat. 9MNJ. Nee, warte mal, das haben wir doch gerade, oder? 98TY. Ja, ich hab's noch nicht abgehakt. So. Nächstes Level. Q. Marta. M wie Marta. K wie Kaufmann. R wie Richard. Strich. R wie Richard. U wie Udo. 75. First Level. No Judging. Okay. Let's go. Nice. Servus, Ventox. Münzen brauchst du hier in der Regel auch, für weiterzukommen. Shit. Okay, okay. Ah, der Jump hat nicht gereicht. Das ist auch schon ganz schön knapp. Ja, ja. Ich vergesse es immer wieder. Wenn du in der Plattform bist, dann kannst du im Prinzip nochmal jumpen. Auch wenn der Double Jump weg ist. Aber ich brauche die Münze. Ah, fuck. Dude, Konzentration. Yo. Okay. Das ist schwierig. Das ist halt im richtigen Moment jumpen. Und dann auch nur ein Small Jump. Okay. Okay, okay. Oh, ich hab's geschafft. Ventox. Komm schon. You did it. Kriegst das hin. Versuch, bei der kleinen Plattform hier die gelbe Münze erst zu holen, wenn du die Plattform auf der Plattform stehst. Ja? Also zuerst die blaue, dann auf die Plattform und dann zuerst die gelbe nehmen. Nee, sonst schaffst du das nicht. Erst die blaue und dann auf die Plattform, genau. Und jetzt rechts runter und die gelben nehmen und dann nochmal auf die Plattform drauf. Perfekt. Ah, knapp. Aber jetzt hast du es. Der Schluss ist nicht so schwierig. Sieht vielleicht schwierig aus, aber ist wirklich nicht so schwierig. Nice. Braucht man eigentlich nur die blauen Münzen? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht rede ich gerade wirklich fake und die gelben Münzen brauchst du gar nicht. Ich habe da jetzt gerade nicht aufgepasst. Gelb ist, glaube ich, irrelevant. Ja, gut. Dann brauchst du den Jump gar nicht zu machen, ne? Also nur dann die blauen Münzen einsammeln. Ne? Und nochmal, wenn du in der Plattform bist und hast deinen Double Jump schon weg, trotzdem nochmal drücken, da bist du auf der Plattform drauf. Also Double Jump weg und du bist in der Plattform, trotzdem nochmal Jump drücken und du bist drauf. Ja, drück.
Wenn du, wie gesagt, in der Plattform direkt nochmal drücken. Jump. Let's go, Ventox. Let's go, Ventox. Let's go, Ventox. You do that. Du kriegst das hin. Nice. Genau, perfekt. Guck mal hier. Aus dem Handgelenk. Du brauchst nur noch diesen kleinen Jump hier. Und da auch am besten in der Mitte nur gerade hochjumpen und dann beim Fallen links rüber. Das ist ein wirklich sehr, sehr wichtiger Jump, den du lernst bei I Wanna Be The Guy. Geradeaus hoch und beim Fallen dann nach links rüber. Nice. Komm schon. Du schaffst das, Ventox. Nice. Oh, er ist so weit gegangen. Er ist ein Pixel zu weit gegangen. Aber er hat den Jump gemeistert. Emotional Damage. Oh, das ist echt Emotional Damage. Der ist für dich, Ventox. Aber jetzt kriegst du es hin. Jetzt kriegst du es hin. Guck mal hier. Jawohl. Ja, ah! Das ist so bad luck. Jetzt. Come on. Komm her. Nice. Perfekt. Sehr schön. 20 Stoko. Kann man haben. So. Das ist für dich, Ventox. So, das letzte Level, was ich hier jetzt noch habe. Das letzte Level, was ich hier noch im Discord stehen habe, von Gregorius gepostet. Die ID ist X, D wie Dora, R wie Richard, W wie Wilhelm, Strich 1, Q, 4, 5. Needle. Okay, oh mein Gott. That looks terrible. Oh mein Gott. Woo! Ab zum Rave. Ab zum Bergheim. Oh my fucking goodness. Ey, Gregorius, hast du das gemacht auch? Ne? Du postest ein bisschen nur Level, die du auch selbst geschafft hast, okay? Nee, ich war noch nicht im Bergheim. Ich komme aus dem Saarland, Gregorius. Aber du warst schon mal, also du warst schon mal in der Stange vom Bergheim. Okay. Ja, das hier ist schon Expert-Level. Ja, auch wie gesagt, zuerst springen, Small Jump und dann nach links rüber beim Fallen. Oh mein Gott. Ja, ich glaube, das wird, glaube ich, der Endboss für heute. Dieses Level. Viel Spaß dabei. So. Ah, richtig Monument nach links drücken. Oh, nice. Okay. Was nun? Nicht dadurch, oder? Hier. Warte mal. Ich kann hier rüber. Also ich muss sehr wahrscheinlich hier drauf zuerst. Dann
habe ich hier einen Jump weg. Double Jump hier rüber. Oh mein Gott. Okay, let's go. Zumindest mal wissen wir jetzt, wie wir weiterkommen. So. Shit. Boah, das ist so hart. Magst kein Kid Techno? Boah, ich weiß es nicht mal. Ja gut, klar, Techno Rave Party, ne? Aber Techno ist halt auch vielseitig jetzt, sag ich jetzt mal. Ne? Was mir zum Beispiel gar nicht abgeht oder sowas, ist halt so Schranz oder sowas, ne? Oder einfach nur irgendwelche Lieder, die, was weiß ich, 12.000 BPM haben oder sowas. Ich weiß gar nicht, woher der Hype kommt. Das sind Geräusche, Leute, das ist keine Musik. Holy shit. Komm schon. Das ist sowas von Expert, das Level hier. Die einzige elektronische Musik, die du magst, ist tatsächlich Welle Erdball. Ah, ja. Ja, why not? Ist jetzt nicht so mein Fall, na, aber why not? Welle Erdball, die machen so irgendwie so Retro, ne? Eigentlich so 1064, Mischung aus C64 und New Techno oder so irgendwas. Ist irgendwie schon eine ganz, ganz besondere Art. Oh mein Gott. Gregorius, hast du dieses Level gespielt? Ja oder nein? Alter Verwalter. Shit. Du hast es nicht geschafft, okay. Synthpop wird das genannt. Für mich Minimal Electro. Ja, Minimal ist halt ja auch sehr, sehr großes Spektrum jetzt, ne? Minimal Techno. Minimal Techno höre ich manchmal, also muss ich echt Bock drauf haben zum Abschalten manchmal ein bisschen was. Puh, ne? Ja, Ventox, das Level ist echt ultra schwer. Du siehst ja selbst, ich komme da auch nicht weiter. So. Oh mein Gott, da war schon wieder mal Second Jump weg. Was hörst du da? Bei Minimal Techno. Oh, das. Ich kann das. Also, ich kann die. Also, ich höre so wenig Minimal Techno, dass ich die spezifische Genre gar nicht sagen kann, was das ist. Halt, ja, entspannt. Mit so ein bisschen Synth, ja. Entspannte Musik, die du halt so im Hintergrund laufen hast, ne? Wie die Lounge-Musik für Techno-Musik, ne? Wenn ich es mal so beschreiben darf. Ich alles höre, ne? Ist auch ein weites Spektrum. Aber ja. Ohne Musik kann ich selbst nicht. Ich liebe Musik. Und ich analysiere auch gerne Musik. Oh, wie komme ich da rüber? What the fuck? Ich gebe es gleich echt auf. Ich brauch nur den einen Save. Wenn ich nicht zum einen Save da komme, ey, what the fuck. Wow. Ist das überhaupt der Way? Komme ich hier rüber so? Sehr wahrscheinlich hier, Jump und dann da rüber. Weil ich kann nicht von hier, ich muss hier schon einmal jumpen. Komme ich hier direkt runter? Nein. Mit einem Jump von hier, nein. Funktioniert nicht. Ich muss da rüber. Und dann da hoch zuerst mal. Holy shit. Sehe ich gerade. Oder? Oh, ich verstehe den Weg nicht. Moment, ich bin hier.
muss hier rüber. Oder muss ich hier runter? Ey, ich glaube, ich muss hier runter. Oh, ist das furchtbar. Das Level hier. Aber ich glaube, das ist nur der Anfang hier. Der Rest ist, glaube ich, auch zwar schwierig, aber nicht so extrem wie das hier, wie dieser Jump hier. Ja, auch mal nach rechts gehen, ne? Funktioniert leider auch nicht, mein Docs. Das wäre lustig. Nur bis zum nächsten Save. Komm ich nicht. Nein. Definitiv nicht hier runter. Hey, nice, mein Dogs. Jetzt kommt der nächste schwierige Part. Oh Leute, komm mir, nee, komm, Bentox, scheiß auf das Level, ehrlich, scheiß auf das Level. Wir machen jetzt noch, aber wirklich, Gregoris, das ist ja ultra schwierig. Vielleicht, ich lasse es mal offen, ich hake es mal noch nicht ab, ja? Ich hake es mal noch nicht ab. Ich lasse es mal offen, aber wir machen jetzt heute noch, weil ich habe jetzt hier, oder habt ihr noch ein Level? Chat, habt ihr noch ein Level? Wenn nicht, mache ich jetzt nämlich noch zum guten Abschluss noch eine Challenge. Da könnt ihr auch mitmachen. Ne? Nur ich kann euch nicht vorher sagen, was für eine ID das ist. Ne? Da müsst ihr halt, ja, ich warte halt in jedem Level immer so 10 Sekunden. Dann könnt ihr mitjoinen. Also Challenge, machen wir auch noch eine Easy Challenge. Let's fucking go. So. Ship Refrain. Ist das richtig? Ja, Ship with Rain. Okay, was ist das jetzt? TV7BU9U7 übrigens. Soll ich das mal, soll ich die ID dann immer sagen? Für euch? Wenn ihr mitspielen möchtet? Ist es für euch einfacher, wenn ich die dann sage? So ein, zwei Mal? Oh mein Gott. Ah, okay, das Ding kann man bewegen. Okay. Das ist super. Ich wollte durch die Lücke. Okay. Hier durch. Und das war's schon. Aber ich hab den Dude irgendwie gekillt, aus Versehen. Ja, das war easy. Aber ja, will ich nicht raiden. Das war nicht so 100% kreativ. Aber da sieht man auch wieder, was man halt alles machen kann. Ne? War halt auch mal wieder was anderes. Oh mein Gott, was ist das jetzt? Ich muss einfach nur hier rechts rüberkommen. Easy. Ups. Nice. Ist sau einfach. Let's go.
Nee, will ich auch nicht raten. Up next, irgendwas. Sirs, tryt mal gerade, ganz kurz. Ich hab mal kurz was zu trinken, weil mein Trinken ist leer. So, let's go. Der war unnötig. Oh, Ventox ist schon da. Oh, das ist kein statisches Level. Nice. Ist ein Scroll-Level. Mit anscheinend auch mehreren Wegen. Und da ist schon das Ziel. Let's go. Ich hab Gregorius. Das wär's noch. Oh, PvP im Game. Let's go, das schaffst du. Geh doch unten rum. Geh unten rum. Nicht oben rum. Das schaffst du, glaube ich, nicht. Genau. Und jetzt hier rechts rüber. Mit Double Jump. Nice. Oh no. Der war unlucky. Ja, war einfach halt, ne? Ja, na. Next Level. Sink Needle. So, let's go. Okay. Nee, das schaffe ich nicht. Da muss ich nach links auf jeden Fall weiter. So. Hallo, ihr zwei. Oh, es ist auch kein statisches Level, es ist auch ein Scroll-Level. Nice. Nice, Ventox. Oh, das hier ist ein gutes Einsteiger-Level bisher. Finde ich. Und hier auch ein scheiß Gate-Jump. Hier nur ein Jump verwenden. Ja, nur ein Jump, genau. So, okay, let's go. Blaue Münze. Die brauchen wir. Übrigens, wenn ihr blaue Münzen habt und safe, dann habt ihr die immer, ne? Auch wenn ihr stirbt. Shit. So, hoch oder runter? Ich denke mal hoch, ne? Und da sind wir hierher gekommen. Ja, ist schon mittelschwer. Aber trotzdem irgendwie auch für den Einstieg gut geeignet. Oh mein Gott. Oh, let's go. Shit.
Huhu. Oh, nice. Nice. On. Geschafft. Das war ein gutes Level. That was neat. Baba. So. Let's go. Das hier ist auch der Mucke von Geometry Dash, oder? Kenn ich irgendwo her. Aber ich wollte euch hier die Dings sagen, ja genau. JH Jürgen Heinrich X2-CD5P. Nochmal JHX2-CD5P. Okay. Ach, da unten ist Ziel. Ach so, okay, ich verstehe. Easy. Baba. Ja, war eigentlich ganz nett. Exciting Escape. Oh, da sehe ich schon einen Ballermann hier. Q62Y. Q62Y-1 Anton Ulrich Nordpol. Q62Y-1AUN. Sorry. Oh. Okay. Hallo, Ventox. Oh, Ventox, das weißt du nicht. So ein gelber Stern gibt dir noch einen Triple Jump. So, jetzt kann ich entweder ans Ziel oder in den Teleporter. Ich will lieber nochmal einen Teleporter. Oh, guck mal, da kann ich euch zugucken von da oben aus. Was? Lol, okay. Ich wollte jetzt sagen, ich nicht direkt ins Ziel. Ja, aber... Ah, will ich jetzt nicht bewerten. Da kannst du auch kein Level reporten mittlerweile. Nice. Was ist das? Okay, da brauchst du... Das ist bestimmt Bullshit. Das ist bestimmt nur Art... Oder? VU. Ja, Leute, da braucht ihr nicht zu joinen. Das ist, glaube ich, nur Art. Oder what? Nee. Ihr kommt ruhig rein. Kommt ruhig rein. Hallo, Novat. Schön, dass du nochmal da bist. Ich warte kurz. Ich sehe es nur, wenn ich sehe, dass es halt nur Bullshit-Level ist, dass du in 2 Sekunden durchspielst, da braucht ihr aber nicht zu joinen, ne? Das macht ja dann keinen Sinn. So, ich gebe euch kurz die ID, falls ihr... Okay, da ist schon einer gejoint. PG. Paula, Georg, Cäsar, Ulrich, Strich, VV, Friedrich und Emil. VU. Da sind wir hier nochmal Tiny. Oh mein Gott. Hallo Nova. Schön, dass du auch da bist. Die rote Button drücken, die Wii anschalten und das Game genießen. Das ist echt cool gemacht. Let's go. Wenn du halt Tiny bist, du bist halt auch so schnell. Das ist halt auch schon ungewohnter.
nice. Next. Fuck. Next. Und da ist schon das Ziel. GG. Guck mal, unten steht sogar GG, nice. Ja, ich kann euch jetzt leider nicht zugucken. Ich gehe jetzt gerade ins Ziel. Ich kann euch leider nicht zugucken. Sonst würde ich noch warten. Ja, das ist ganz cool gemacht. Das war echt, das war kreativ auf jeden Fall, finde ich. Okay, was ist das? Die ID ist Q73S wie Siegfried Strich N6KH Q73S Strich Norbert S Kaufmann Heinrich. Hallo Nova. Okay. Wasserphysics? Oh, what? What? Oh, oh, oh. Die explodieren. Explodieren. Boom. Tschüss. Ja, manche Sprungplattformen sind nicht da, da, um genutzt zu werden, Leute, ja. Aber das war ein neates kleines Level. Finde ich. Gib von mir einen Daumen hoch auf jeden Fall. So. Gravity. ID ist 2E7B Strich 2J8N. Übrigens, wenn ihr mich in Steam addet, ja, könnt ihr, glaube ich, auch einfach nur rechtsklick auf mich gehen und dann joinen. Ja, das ist, glaube ich, die einfachste Variante. Ihr könnt mich gerne auf Steam adden, wenn ihr möchtet. Kein Problem. Der erste Level, was geschafft hat. Ja, GZ. GZ. Nova. Sag ich eigentlich, du hast hier Novat und hier steht Nova-D. Wie soll ich dich nennen? Nova oder Novat? Wie kannst du... Du hast mich doch, Gregorius. Hast du mich nicht ins Ziel? Nova D8 auf Twitch kann man keinen machen. Ach so. Also, ist Nova okay? Einfach nur Nova? Ich muss ja wissen, wie ich euch nenne. Okay, also ihr könnt mich auf Steam unten, ja, in der Beschreibung, ja, beziehungsweise in der Textbox von meinem Stream, ja, müsst auch, oder auch ein bisschen weiter unten drunter, müsst auf jeden Fall bei Social Steam stehen, ja. Einfach da auf, da draufklicken und dann könnt ihr mich einfach adden. Okay. Also im Stream irgendwo da unten ist so eine kleine Rubrik mit Social Media oder so irgendwas. Da ist auch mein Steam Account verlinkt. Da könnt ihr mich einfach adden. Man muss eigentlich immer funktionieren, wenn ihr Rechtsklick draufkriegt. Also ich zeige euch das mal, wie ich das meine. Also ihr geht hier auf Steam, geht unten auf eure Freundesliste und wenn ihr dann hier einfach rechtsklick, ja, wie bei Nexus jetzt hier Grand Theft Auto, ja, könnt ihr hier da unten bestimmt irgendwie joinen oder so, ne? Also, man sieht mich gar nicht, hab das gerade vorhin ausgestellt, kurz, so, ja. Okay? Also könnt mich gerne auf Steam adden, ich warte auf eure Einladung. Oh, ich habe es gar nicht bewertet, egal. Wenn du mir was geschickt hast, Moment. Ich habe noch keine Benachrichtigung bekommen. Dass mich jemand geaddet hat. Ah doch, hier. Guck mal hier. Jawohl, da bist du. Bestätigt.
Wer noch auf eine Bestätigung war, gerade gerne auch hier im Chat Bescheid geben. So, ja, super. Das war Art. Art bewerte ich nicht. Ist cool zu sehen, aber ja, bewerte ich nicht. So, Just an Adventure. Oh, das sieht auch wieder ganz cool aus. ID ist P239-686X. Nochmal Paula 239-686X. Sehr schön, da seid ihr ja. Ihr könnt mir übrigens ein Feedback geben, ob das wirklich funktioniert, ne? So wie ich das gerade gesagt habe. Mit Rechtsklick, Freundesliste und dann Join oder sowas. Weil ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es halt bei den meisten Games so funktioniert, bei Steam. So. Noch ein Coin. Und da unten. Oh, das Level ist auch ein cooles Einsteigerlevel, finde ich. Und jetzt noch einmal da unten zum Ziel. Guck mal, Mann, wie sich die Kontrahenten sich hier schlagen. Also Gregorius ist auch jetzt schon so gut wie im Ziel, finde ich. Ich glaube, der hat gerade die letzte Münze eingesammelt. Nova und Ventox, die müssen hier noch einmal kurz die Top-Lane auf jeden Fall ablooten. Und dann zur Mittellane zu gelangen, um da den letzten Coin zu gelangen und dann natürlich auch zum Ziel, ja. An sich ist das Level ganz neat, ist ganz cool gemacht, ziemlich einfach, gutes Einsteiger-Level und ja, viel Spaß, Leute. Ventox ist jetzt auch schon im Ziel, Nova kommt jetzt auch direkt schon hinterher. Oh nein, er ist beim Spam hängen geblieben, aber ist kein Problem, er hat ja gesaved, das heißt, er hat noch alle blauen Münzen und muss jetzt einfach nur noch hier runterkommen. Und let's go! Haben wir es geschafft? Sehr schön. Ey, das macht mir echt eine Menge Spaß, Leute. Wie gesagt, jeden Sonntag. Jeden Sonntag momentan. I Wanna Maker. Wer Bock hat, gerne. Ja, join, ja? Ist kostenlos auf Steam und hat echt nur ein paar EB. Loading. Ja, was lädt's denn? Ist jetzt abgestürzt oder was? No! No, please don't. Okay, es geht weiter. Oh, hier, das ist auch ein Showcase-Level. Ich mache hier gar nichts, ne? Das sage ich jetzt auch euch, die Nummer jetzt nicht mehr. Das ist gleich da wahrscheinlich schon vorbei. Das ist einfach nur ein Showcase-Level, wo einfach cool aussieht, wo du einfach nichts machst und ins Ziel teleportiert wirst. Ja, und das war's schon. Man kann halt auch Luck haben bei den Challenges. Aber bei mir ist gerade nichts passiert. Oh, okay, okay. Ich mache jetzt mal nichts. Oh, Ventox hat noch eine ID. Anscheinend. Gucken wir uns mal gleich an. So, was ist das? Ich guck mal, ob ich hier... Ah, hier, was? Das ist auch Bullshit-Level, oder was? Ja, ID ist PXWX-7WB1. Also Paula X, Wilhelm X-7, Wilhelm Bertha 1. Ich verstehe nur gerade nicht, was hier Sinn der Sache ist und ob das überhaupt cool ist. Oh, okay, die Sterne. Die Sterne. Könnt ihr einen Stern einsammeln, dann habt ihr einen Dreifachsprung. Aber ich komme trotzdem immer noch nicht dahin. Okay, pass auf. Au. Oh. Ja, das ist einfach. Keine Ahnung, was das soll. Mir hat es jetzt nicht so gefallen. Ja, up next Auto 2. Ja, auch wieder ein Level, wo ich nichts machen muss. Einfach nur durchgerusht wird. Sieht einfach cool aus. Schönes Showcase. Zack.
Aber Showcase gebe ich gerne mal einen Daumen hoch, weil die sind echt kreativ und sehr, sehr schwer zu programmieren. Kann ich mir gut vorstellen. Undertale Safe. Let's go. Schon wieder ein Undertale-Level. Was macht Undertale hier so bei I Wanna Maker? Ja, ich kann euch jetzt die ID leider nicht sagen. Oder doch, 4STM ist 6U3V. Ich kann es jetzt aber nicht mehr wiederholen. What the fuck, was ist hier los? Oh, das war's schon. What? Warum bin ich nicht durchs Ziel gekommen? Hä? Noch einmal. Wenn nicht, skipp ich das. Oh, da oben. Oh, da ist so ein Teleportschalter. Den musst du nehmen. Ja, das war aber. Ja, komm. Mag ich jetzt nicht bewerten. Das war's schon. Okay. Zum guten Abschluss gucke ich mal noch gerade Ventox Level an. Wo kann man seine Like-Level sehen? Guck mal hier. Okay, die geliked hast, das weiß ich jetzt gar nicht, wie du die siehst. Aber das ist hier. Einmal played und einmal cleared. Welche du geliked hast, das kann ich gar nicht sagen jetzt, ne? Ob man das irgendwie filtern kann. Das weiß ich jetzt selbst nicht. Wenn du es rausgefunden hast, ja, gerne Bescheid geben. Und ich gucke mir jetzt zum guten Abschluss des Streams noch dein Level an. K, also 5KAK Strich XBYG. No results. 5. Warte. Habe ich es falsch geschrieben? 5KA. K. Strich. XBYG. Oh, das ist. Oh mein Gott. Okay. Sorry. Okay. 5KK. 8. Nee, Quatsch. X, Y, Quatsch. Was schwitze ich hier? X, 8, Y, G. Ich bin gerade die Zeile verrutscht. So. Cold, Upside, Hot, Downside. Okay, let's go. Da seid ihr schon drin, schon fleißig am Spielen. Okay, safe. Oh, Geräusche sogar. Nice. Schön. What? Okay. Oh, what? Oh, fuck. Ich hab gemeint, da muss ich... durch, aber nein, ich muss komplett nach oben, also komplett nach rechts, so wollte ich sagen. Schaffe ich nicht. Hä? Wie funktioniert das? Okay, Nova ist auf jeden Fall irgendwie jetzt unten. Oh, das ist ein Pfeil! Oh, sag mir das doch. Das ist ein ganz kleiner Pfeil. Nice. Ja, und dann natürlich auf den großen Pfeil. Ups. Aber ich hab's jetzt verstanden. Zack. Zack. Hop. Oh, what? Was passiert hier? Was ist das? Ich verstehe es nicht. Was muss man hier machen?
Oh, da ist noch so ein kleiner Pfeil. Mega geiles Level. Okay. Ah, shit. Ja, die musst du halt sehen, diese Pfeile. It's Bashi time! Novat 8 hat Ventu X ein kleines Geschenk dagelassen. Ey, Nova, dankeschön für dein Gifted Subs. Oh mein Gott. Übrigens, Leute, sagt doch, dass mein Overlay nicht stimmt. Holy shit. Nova, dankeschön für dein Gifted Sub an Ventox. Ventox, viel Spaß mit den Emotes und Werbefreier Stream. Und sag mal bitte ganz lieb Danke. Oh shit, okay. Oh mein Gott. So, jetzt ist alles weg. Okay, und was jetzt? Oh mein Gott, ich habe gerade nicht aufgepasst, aber okay, let's go. Let's finish this. Wenn nicht nach dem Teleporter noch irgendwas passiert. Aber ich finde es schon cool, dass sich hier alles auflöst. Ist echt cool gemacht. So, auf den Teleport. Oh, das war's tatsächlich, okay. Ich kann ja einfach nicht einen Sub bekommen, ohne was zurückzugeben. Das finde ich gut. Ich lebe auch so. Die eine Hand wischt die andere. Ne? So ist das nun mal. Finde ich gut. So, Leute. Das war's für heute. Vielen Dank. Heute war der geilste I Wanna Make a Stream. Bin ich ehrlich. Es macht mir echt mega viel Spaß. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß dabei. Ja.